Hallo, herzlich willkommen, meine lieben Billardfreunde. Ihr seht es hier im Hintergrund. Pure Pool steht heute im Programm. Ein Billardgame, welches für die aktuelle Konsolengeneration jetzt vor Kürze released wurde. Und gemeinsam haben wir gedacht, machen wir einen Blick an den blauen, grünen, grauen Tisch, wie auch immer. Denn die Tischfarbe ist eine individuelle Sache. Pure Pool bringt Billard eben auf die Konsole. Und ich muss sagen, mir macht sowas Spaß. Mir taugt sowas, denn gerade Billard ist für mich immer so ein bisschen ein Sport gewesen, den ich, wie ich jünger war, auch sehr viel betrieben habe und ich war gar nicht so schlecht eigentlich. Meistens haben wir das klassische Pool-Billard gespielt, aber auch immer neuner Ball und sonstige Sachen. Und ja, irgendwie ist es ein bisschen ein Rutsch in die Vergangenheit, aber auch einfach ein bisschen Entspannung, denn Billard ist für mich was Lockeres und gerade hier auf der Konsole kann man einfach gemütlich dann spielen, nebenbei vielleicht chatten oder ja, einfach den Abend locker und gemütlich ausklingen lassen. Und das Ganze ist nicht nur gegen die KI, sondern auch gegen andere Spieler. Sehr beachtlich finde ich hier die Grafik. Die gefällt mir nämlich irrsinnig gut, weil hier wirklich alles gestochen scharf ist. Und vor allem die Physik-Engine von den Bällen, die ist wirklich super. Aber das werdet ihr eh gleich sehen, wenn wir hier loslegen. Wenn wir einen kurzen Sprung ins Game machen. Ich werde immer ins Menü starten und da sind eben Möglichkeiten, Spiele zu starten, ja, über online. Mein eigener Spieler, also Spiele hier, die ich so sehe, die Freundesliste sind, kann gegen Freunde spielen. Lokale Spieler sind eben die KI-Spiele, die hier sind, je nachdem, was seine Qualifikation, was der Leistung, dass man es gegen haben will, kann man sie aussuchen. Oder man kann hier die Karriere spielen, da bin ich gerade drin. Spiele hier die Amateur-US-8-Ball-Meisterschaft derzeit. Ranglisten, mein Profil, da könnt ihr natürlich gewisse Sachen einstellen und so weiter, euch selber einstufen, was für ein Kühl das ihr habt. Ich habe leider noch gar nichts, ja. Ich muss etwas freischalten. Tuchfarbe, wenn ich meinen eigenen Billardtisch habe, wenn ich selber spiele, kann ich dann aussuchen, wie der ausschauen soll und so weiter und so fort. Also jede Menge Sachen, Steuerung natürlich kann auch angepasst werden. Also da könnt ihr euch entsprechend auch austoben. So, ich spiele jetzt hier bei der Karriere mal weiter. Hier bei der 8er Ball US-Meisterschaft und da habe ich da anstehen. Habe ich. Hier 1 von 5, nicht 2 von 5, hier der Killer. Und ja, das ist schon ein bisschen was Schwereres, glaube ich. Aber wir starten es einfach einmal. Es gibt hier so besondere Herausforderungen, dass wir eben so ein Level mit Sternen abschließen. Ihr seht es hier links, die Partie gewinnen, mit zwei übrigen Leben gewinnen, mit drei übrigen Leben gewinnen. Versenke jede Runde eine Kugel, bei einem Fehler verlierst du ein Leben. Warte mal, das ist zum Herzeinfechten, das ist das Ideale. Warte, wir machen einfach jetzt ein Match, was ich vorher schon gehabt habe. Machen wir es so, machen wir ein normales 8-Ball-Spiel. Ja, da sieht man am besten, was Sache ist. So, das machen wir. Ich bin Level 4, also man kann hier jetzt meinen Ball positionieren. Das Reglement von Achterball ist nicht sehr kompliziert. Das Spiel führt einem eh durch. Also kann man die Kugel, den Ball hier platzieren. Kann ich einen Tisch, wenn ich auf X drücke, hier von oben ein bisschen beobachten. Auch sehr angenehm ist im Hintergrund die ruhige Musik, die Lounge-Musik. Und wie gesagt, hier im Hintergrund rührt sich ein bisschen was. Man sieht jetzt, dass man in seiner Bar unterwegs ist. Kann fast ein bisschen mehr Verkehr sein dort, aber gut. So. Platziere die Kugel. Falsch ist ja ein Ball. Kann hier noch Effet mitgeben. Wenn ich auf B drauf drücke, kann ich den Effet verstellen. Und mit dem rechten Stick nach hinten ziehe ich den König nach hinten und nach vorne lasse ich ihn wieder los. Ich ziehe es nach hinten und schnell nach vorne. So, dann. Ein Ball ist schon gefallen. Das heißt, dieser Ball, der gefallen ist, das ist dann meine Farbe. Das spiele ich hier links umschnitt, spielt die halben Kugeln. Und die Grafik zeigt immer schon wieder, wie der Ball wegrollt, also wie der weiße Ball wegrollt. Hier ein roter Kreis vorne, weil ich die falsche Kugel berühren würde. Ich muss jetzt halb spielen, das heißt, ich muss den da spielen da vorne. Kann ich mir ein bisschen Glück versuchen, dass ich schaffe, vielleicht, dass ich den so spiele, dass der in das Fußloch rechts kommt. Bitte. Wichtig beim Billardspielen ist dann immer, nicht nur den Ball zu versenken, sondern auch so zu positionieren, dass man dann weiterspielen kann. Mal schauen, wäre schön, wenn ich den da kriegen würde, obwohl es vielleicht gescheiter wäre, wenn ich da unten weiterspiele, beim Fuß links. Übrigens die Erklärung von den Löchern. Wenn ich hier stehe, hier mal Anstoß gehabt, ja, dann ist da oben links ist Kopf links, Kopf rechts, Mitte links, Mitte rechts und unten auf meiner Seite ist links, unten ist dann Fuß links, Fuß rechts. Na, Fuß, Kopf. Genau, Fuß links, Fuß rechts, genau. So, vor lauter Erklären wieder selber verhaspelt. Also, diese Anzeige ist sehr praktisch, aber nicht hundertprozentig. Man sieht, wenn man den Winkel zu stark hat, dann streut diese Anzeige recht. Natürlich kann man auch diese Anzeige ausschalten, wenn man schwerer haben will.
Aber ich denke, es geht hier nicht darum, es ist unbedingt schwer oder leicht zu spielen, sondern es geht einfach darum, einfach zu spielen, dass man auch weiß, wie man weiter tut, nachher nach jedem Stoß. So, hier mal kurz einen Blick machen. So, ich muss dann auch runterkommen. Das heißt, Effe rechts unten, ein bisschen stärker schießen. Oh, jetzt habe ich aber Glück gehabt. Das heißt, wir haben natürlich nicht so geplant, das Ganze. Mal schauen, dass man, und wenn es natürlich so weit weg ist, da sieht man dann gar nichts mehr. Gell? Also da muss wirklich damit Gefühl spielen. Jetzt versuchen, dass ich den auf dem anderen drauf spiele. Das wird wahrscheinlich eh nicht gut gehen. Ah doch, hat geklappt, so wie ich sollte. Wunderbar. Ein bisschen Grundahnung sollte man haben, so von Balldynamik, wie der läuft und so weiter. Das wäre natürlich sehr vorteilhaft. Das ist natürlich ideal, wenn man schon selber mal gespielt hat. Ah, der steht nicht gut, glaube ich. Der steht nicht gut, oder? Doch, geht's ja aus. Wenn es wahr ist, könnte ich jetzt zumindest meine Bälle alle wegbringen. So, jetzt muss ich ein Effet-Bild nach unten geben, dass mein Ball dann stehen bleibt. Ah, das war zu viel. Das war ein bisschen zu viel. Ich habe nämlich nur mal eine Kugel, die ich, also einen Ball, den ich spielen muss, da. Ah, das wird das C werden. Probieren wir mal. Der ist weg. Oh, und ein Foul auch noch begangen. Das kann natürlich der Gegner, also das ist jetzt der Gegner, der jetzt spielt, also die KI, den Ball positionieren, wo er will, also bei einem Foul. Einfach den Ball hinstellen, wo er will und einfach weiterspielen. Und natürlich ist es eine ideale Sache für ihn, dass er jetzt hier abräumt nach der Reihe. Natürlich die Leistung der KI ist immer so lala, ja. Man sieht gut, dass man ein bisschen Chance hat. Natürlich interessant wird es, wenn man gegen menschliche Gegner spielt und hier nebenbei vielleicht einfach ganz. Das ist gemütlich, jetzt schaue ich zu und kann einfach so ratschen, reden. Oh, jetzt hat er einen Foul gemacht, also jetzt hat er es verloren, weil ich kann jetzt den Ball hinstellen, wo ich will. Obwohl dieser schwarze schlägt. Hier, ja, hört das Herzklopfen. Passt auf den Effekt, wenn ich es hier spiele. Der ist wirklich, der ist toll. Wenn ich übrigens auf A drauf klicke und drauf bleibe, dann kann ich hier ganz langsam verstellen. Also das hier mache ich normal. Normal geht es so. Wenn ich auf A drauf drücke, ist es ganz langsam. Also kann ich wirklich ganz fein justieren. Pass auf, Achtung, jetzt kommt mein Todesstoß. Schade, dass er das gar nicht gezeigt hat. Normalerweise ist das immer so schön in Slow Motion dann. Ich spiele das dumm an. Zwei Sterne bekommen, wo wieder da nur einen Stern. Machen wir noch eine Runde. Ich darf schon wieder einen Anstoß, ne? Ich bleibe einfach gleich da. Das ist aber gar nichts gefallen. Schaut. Das heißt, jetzt dürfte der andere Spieler sich einen Ball wählen, den er will. Gezählt wird immer das, was als erster versenkt wurde. Also werde ich einmal überlegen, die halben, also die sind die mit dem Strich, die nennt man halbe Kugeln, oder halbe Bälle, für die das gar nicht auskennen, mein Billard. Die anderen sind die vollen. Ich werde jetzt wirklich den spielen, weil die halben liegen recht gut verstreut. Also nur schauen, dass ich das so spiele, dass ich ein bisschen vom. Genau, dass der eine stehen bleibt. Wunderbar, jetzt kann ich mich gleich die 1er spielen. Das müsste der 1er Ball sein, oder? Im gelben Streifen ist der 1er, soweit ich weiß, der volle ist der 9er, oder ist genau umgekehrt jetzt? Ach, was weiß ich. So, wenn ich das weiterspiele, läuft die Kugel dann weiter, dann kann ich dann hier das Mittelloch spielen, wenn ich das Stärke gut erwische, jawohl. Dann spielen wir jetzt den da weiter, obwohl, da ist der Winkel mistig. Ah, das war ein bisschen zu wenig. Das wird sich nicht ausgehen, ha? Soll ich das probieren? Probier's einmal. Wohl, aber zu fest. So, hier jetzt noch auch noch einen halben da unten. Das ist, glaube ich, der grüne, ist, glaube ich, der 10er. Auswendig weiß ich das leider wirklich nicht mehr. So, pass auf, ich muss jetzt einfach suchen, da dürfen wir es nicht zu fest. Aber, schau. Gut, ein bisschen Glück darf man natürlich auch haben, ja. Das darf natürlich nicht fehlen. Wo liegen jetzt die anderen zwei? Das macht's. Oh, die sind mittig drinnen. Pass auf, wir müssen probieren, dass wir die auseinanderbringen. Und zwar ordentlich Effe mitziehen. In die andere Richtung muss ich den ziehen. Hoffen, dass der Ball dann alles reingeht, da. War nicht ideal. Gut. Dann muss ich ihn auf Sicherheit machen, das heißt, ich schaue, dass die Weiße möglichst weit wegkommt, da. Muss ja nach einer Ballberührung, muss ja auch ein Ball die Bande berühren, sonst ist er faul. Also ich kann ihn einfach jetzt hier mit der Weißen mitten in den Haufen reinspielen und dann alles da drin liegen lassen. Also man muss wirklich noch
Wenn man spielt, muss man eine Bande berühren. Also das ist auch eine Verpflichtung. So, jetzt muss ich schauen, dass ich die da... Oh, die war jetzt wichtig, wenn die reinginge, gell? Und vor allem würde sie diese andere halbe, die in der Mitte rechts, in der Mitte da vorne liegt, gleich mitnehmen. Kann ich jetzt sagen, ob das jetzt passt vom Winkel her? Ja, es wäre fast die 8 gefallen. Ja, die 8, das ist ja die Endkugel, also diese schwarze rechts unten hier, das ist die Endkugel. Die muss man ja zum Schluss versenken, aber wenn man das vorher macht, dann hat man verloren. Also das ist, da hört sich der Spaß auf, ja. Jetzt schauen wir, dass wir wenigstens kein Foul machen. Das heißt, ich muss jetzt nur schauen, dass ich Bandenberührung habe und der Ball da liegen bleibt. Genau. Wenn Ball, der so ganz knapp an der Bande liegt, ist sehr, sehr unideal, ja. Das ist total blöd, weil mit dem kannst du eigentlich nichts anfangen. Dann kannst du versuchen, dass du ihn irgendwie wegspielst. Das werde ich jetzt probieren, ich werde es aber so probieren, dass ich es so mache. Nein, so bringt es auch nichts. Ja, es liegt wenigstens ein bisschen weg von der Bande. Vielleicht bringt es ein bisschen mehr, mal schauen. Das heißt, hoffe ich, dass die KI nicht so schlau ist und das zusammenbringt. Die KI ist wirklich relativ locker. Aber wenn man hier die Grafik anschaut, hier ist die Maserung, die Struktur vom Tuch, die Bälle, die Reflexionen darauf, die Animation, das ist wirklich im ersten Blick ja, einfach fotorealistisch. Ah, das ist schön. Ja, den hast du mir jetzt gar nicht so schlecht hergelegt. Wo liegt eine schwarze? Oh, die liegt aber schlecht. Also die Frage, was machen wir? Machen wir es so? Oder machen wir es so? Ich mach's jetzt lieber sicher. Auf Nummer sicher gehen. Ach du Heiland. Was von wegen auf Nummer sicher gehen? Das Problem ist auch, wenn natürlich der Gegner so schlecht spielt, ja, dass so ein Haufen Bälle herumliegen, die gehen einem natürlich im Weg dann auch. Also da weißt du nicht so recht, wie du es tun sollst. So, liebe KI, mach ein bisschen Platz. Ja, schau, die schwarze liegt ideal. Ei, die hat er mal jetzt schön aufgelegt, aber war aber auch gefährlich, muss man auch sagen, ja. Ja, Mann, die sind lauter. Ja, genau, spiel die mal weg, das ist super. Na, sind da die Zweier. Okay. Lieber wäre es mir, wenn er die Lila nicht wegspielt, das müsste die 4 sein, wenn es mich nicht täuscht. Ja, jetzt räumt es ab. Jetzt räumt es ab ein bisschen. Einerseits gut, Platz zum Spielen, andererseits schlecht. Könntest du noch gewinnen, na, schau's an. Oh, jetzt hat sie sich selber eingelegt, ha? Na, schau, kann noch spielen. Nimm den, ja, das ist eine gute Idee. Wenn ich Glück habe, fällt die Weiße jetzt, wenn ich Glück habe. Ah! Schau, fällt sie nicht. Oh, jetzt verliere ich es noch schon. Ist der Wissen wahr sein? Hallo? Ah ja, jetzt haben wir es. Jetzt habe ich gewonnen. Hoffe zumindest. Ist versaunt auf, ist es nicht. Also hier die 15. Gemächlich. Senken wir es, die 15. Die 10 ist es. 15 Kugeln gibt es ja gar nicht. So, pass auf. Und jetzt der finale Stoß. Die 8 da unten. Vielleicht haben wir jetzt die schöne Animation. Das finde ich wunderschön. Zack, drinnen und gewonnen. Wieder Erfahrungspunkte. Ja, liebe Freunde, das war Pure Pool. Vielleicht ist was für euch. Das Spiel kostet übrigens 10 Euro, also knappe 10 Euro, 9,99 Euro oder so. Also, ich muss ehrlich sagen, für mich ist es das Geld wert. Natürlich haben schon manche geschrieben, dass das vielleicht mal ein Gold-Gratis-Spiel sein wird. Ja, glaube ich auch, ehrlich gesagt. Irgendwann kommt es sicher mal gratis. Aber ich denke mal, wenn einer Billard mag, liebt, einfach mal so entspannte Minuten haben will, dann glaube ich, dürfen es 10 Euro auch wert sein. Ich glaube, das Entwicklerstudio würde sich freuen, wenn sie ein bisschen Kohle bekommen für dieses Produkt hier. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hat mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Feedback, Kommentare würden mich freuen und vielleicht sehen wir uns mal hier am Tisch mit dem grauen Tuch. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.